man nicht einfach irgendwie darüber? Ist ja nur am drumherum reiten hier. Versuchen wir mal. Pferde können ja auch schwimmen. Nur anscheinend dieses nicht. Ja, komm. Nee, nicht aufbäumen. Ich will weg hier. Ich glaube, da sind wir zu Fuß doch schneller. So. Schon ganz schön was rumgeholzt hier. Hier sind welche Spuren. Aber wir wollen jetzt keine Tiere jagen. Kann ich nicht auch runterklettern? Doch, jetzt hier. Zack. Noch einer. Hey, ich glaube, wieder dran vorbeigelaufen. Nimm den doch ins Ziel, Mann. Ey, ich glaube es nicht. Was soll denn das? Hör auf, dran vorbeizulaufen. Kill den. Meine Güte. Ja, also ich habe das echt nicht so drauf. So. Wo ist der? Ach, da. Der hätte jetzt so gut von hinten einfach mal abstechen können. Schon wieder. Stattdessen steckst du daneben und killst ihn dann. Weiter. Ja, noch mehr von den Typen. Ich habe eigentlich gar keine Lust drauf, die alle zu killen. Ich will doch nur verhindern, dass mein Land verkauft wird. So. Hier sollten wir hochkommen. Komm, da sind doch Spalten genug. Achso, sie wollte schon gerade killen, aber das ist ja unser Freund. In der Gnaderadit Ganusse, den Johnson, sie und der Rockstar. Das ist jetzt ein Witz, oder? Wir sind da oben lang gelaufen, voll dem Bogen. Um jetzt hier dahin zu gehen. Na gut. Warum nicht? Dann halt wieder zurück. Den Weg kennen wir jetzt schon. Ein paar von den Kerlen dahin haben wir auch schon gekillt. Gehen wir hier lang. Berggebiet. Nicht für mich. Ja, ja, komm schon. Brauchst gar nicht winkeln. Bin auf dem Weg zu dir. Ah, also wieder dran vorbeigelaufen. Also, das mit diesem tollen Moves, das ist irgendwie nicht so
einfach. Hä? Warum sieht der denn? Der zieht die ganze Zeit die Beine weg, aber der fällt nicht hin. Ich verstehe das gerade nicht. Ja, ach so, klar, bestimmt ja mit dem Land. Lass mich in Ruhe, Mann. Ey, wie ist das denn jetzt hier? Nicht. Ah, oh, hör auf da so rumzuspacken, jetzt hier rauf, da. Ist das jetzt hier? Ist ja auch wieder irgendwo ein roter Punkt. Ui. Nee. Wir haben einfach nur hier wieder was eingesammelt. Das war der einzige ganze Sinn von der ganzen Sache hier. Hm. Nein, nicht da. Ja, klar, 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 klar. Und er hat es überlebt, logisch. Egal. Wollen wir uns nicht beschweren. Ein bisschen da hoch. So. Das Problem wäre gelöst. Kommen wir hier irgendwie hoch? Hier hatten wir schon alles eben weggeschnetzelt. Wir sind nicht deine Brüder. Wollen Sie denn nicht erzählen? Frieden, Reich, komm du doch her. Ah. Ich hab mich doch eben schon gekillt. So. Nein. Ewig in deiner Schuld. Sir William hat vielleicht recht. Welche Hoffnung haben wir gegen Schiedpulver und Eisen? Die Geister führen uns, wie wir es immer taten. Haben sie uns nicht... Was ist das denn jetzt hier wieder? Ja, auf das wir großen. Ich seh nix. Weg mit dem.
Mann, 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 Mann. Da müssen wir hin. In die Hütte. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwix? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Oh je. Ich gebe euch einen Olivenzweig. Doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Das ist schon keine Drohung mehr. Wolltest wohl einen der Deinen gegen mich aussenden? Eine unkluge Entscheidung. Ah. Verdammt, ich wollte doch ihn killen. Hey, lass mich in Ruhe. Wo bin ich überhaupt? Oh, da. Wo ist dieser Mistkerl? Ich hole mir lieber den da. Mich mit den Idioten darum zu prügeln. Komm her, du Feigling. Ja! Oh nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Tja, soll nicht so ganz Unrecht haben. Aber was wirklich getan hätte, ist die andere Frage. Zone entkommen und anonym werden. Wo müssen wir denn dafür hin? Ja, scheint einfach nur raus aus dem roten Kreis, ne? Sagen, gehen wir einfach mal hier hinten hin. Verhandlung mit dem Feind. Mission beendet. Was? Handlung abgeschlossen? Sequenz 6 beendet. William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn. Mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben.
Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Das ist es. Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut. Ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so. Aber nicht.